Tehát van Messzatak, vagy Sabe Hilkom, hát mi hinten rücken gestanden und ich bedanke ihm für das und für die ganze Mannschaft. Wir haben eine gute Leistung heute gezeigt und ich hoffe, dass wir zeigen auch so im nächsten Spiel gegen LASK Linz. Wie schwer machen Sie es denn den Rückkehr an einem Beichler und vor allem einem Mario Haas? Nein, ich habe schon immer gesagt, wir haben eine tolle Stürmer, Konkurrenz ist immer gut und egal wer spielt, egal wer schießt Tore, wir sind eine Mannschaft und wir müssen einfach so weiterkämpfen. Ja, wenn er ihn mehr trifft, ist es natürlich schwierig für einen anderen Spieler, keine Frage. Aber auf der anderen Seite so, wir haben gerade im Offensivbereich haben wir die Qual der Wahl, haben wir viele Möglichkeiten. Welche Rolle kann der SK Sturm noch spielen in dieser Frühjahrssaison? Vor allem, wenn man auf die Offensive schaut, klingende Namen. Ja. Ein Muratovic auf der Bank, ein Beigl heute gesperrt, dann schießen neben Lavric und Kinas die Tore. Ein Mario Haas kommt dann auch noch in der zweiten Spielhälfte. Ein glücklicher Trainer, muss man sagen, Franco Foda. Ja, der gefährliche Außenseiter, wenn sich vorne alles so zusammenrückt und man hat diese Möglichkeiten. Und so wie Franco Foda gesagt hat, wenn diese Spieler wissen, dass sie noch in der Chance sind, ganz vorne dabei zu sein, auch die Spieler, die jetzt momentan nicht zum Einsatz kommen, man hat nicht damit gerechnet, dass Lavric so kommt. Man hat gewusst, dass ein guter Spieler auf einmal explodiert. Wenn Muratovic vielleicht nicht abseits des Platzes, sondern auch irgendwann am Platz explodiert, dann ist Sturm Graz natürlich gefährlich, weil viel spielerisches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Ja, darüber freut sich der Trainer ganz sicher. Noch einmal schöne Grüße nach Graz. Franco Foda, der hat noch ganz aufmerksam zugehört. Wir bleiben in der Steiermark, schon von Graz nach Kapfenberg. Dort hat es heute ein 1:1 gegeben.